Hier spricht Annelie von die Reise zu deinem Sein. Spricht dein Sein auch zu dir, wenn du abgelenkt bist oder es nicht hören kannst oder noch nicht hören kannst oder nicht hören willst, seine Impulse nicht wahrnehmen willst, kannst oder es einfach noch nicht gelernt hast? Ja, natürlich. Dein Sein spricht immer zu dir. Und es weiß auch, wenn du noch nicht so weit bist, dass du in jeder Lebenslage mit ihm verbunden sein kannst. Und das könnte man sagen, na schade, dann verpufft das, was dein Sein dir an Impulsen schickt. Das stimmt nicht ganz. Du könntest sogar von deinem Verstand heraus die Impulse wahrnehmen und nein, nicht die Impulse, sondern die Auswirkungen. Und darauf will ich heute hinaus. Dein Sein oder das gesamte Universum hat sich sozusagen verschworen, dich in irgendeine Richtung zu schubsen. Ja, eine Verschwörungstheorie ist das jetzt. Und das macht es, indem es dir Situationen schickt. Es schickt dir Situationen, die, wie in einem anderen Video schon angesprochen, die du versuchen musst zu lösen oder da herauszukommen, indem du sie vorher annimmst, weil vorher anders geht es nicht. Nur mit Abwehr kann man eine Situation schwerlich lösen. Oder, und darauf will ich heute hinaus, die auch eine Symbolwirkung hat. Und das ist gar nicht so selten der Fall. Ja, dein Sein weiß, dass du Deutsch sprichst. Dein Sein weiß, wo du lebst, was du erlebt hast und welche Symbole du erkennen kannst. Und es wird dir immer diese Dinge schicken. Deshalb ist es gar nicht so weit hergeholt, wenn man einfach versucht, Situationen wörtlich zu nehmen. Wenn einen eine Zecke beißt, aha, da gibt es einen Blutsauger oder so irgendetwas. Und das wird ja auch gemacht in vielen Coaching-Sessions oder Beratungen wird immer wieder das Wort wörtlich genommen, vor allem wenn es um Krankheiten geht. Und das weißt dann mit dem eigenen Leben verknüpft und den eigenen Dingen, die man getan hat oder zu tun pflegt, sehr wohl darauf hin, woher eine Krankheit kommen kann oder was im Leben verbessert werden könnte, damit man auf den Lebensweg, auf den Seelenweg kommt, auf dem man ja eigentlich schon ist, aber immer mehr in diese Richtung geschubst wird. Und das, diese Symbolik zu erkennen, das kann auch der Verstand. Dazu ist es nicht einmal nötig, sich mit dem Sein zu verbinden. Dann geht es natürlich noch viel, dann ging es noch viel einfacher. Aber eben darauf wollte ich heute hinweisen, es kann in deinem Leben jede Situation, in der du bist, jede Begebenheit eine Symbolik in sich tragen und meistens tut sie das auch. Und sie tut es vor allem deshalb, weil dein Sein oder das Universum ja nicht anders kann, als mit dir in der Art zu sprechen, wie du es kannst, das heißt, wie du es aufnehmen kannst, also durch deine Sinne, durch das, was du siehst, hörst, erlebst. Denn dein Sein, Gott, das Universum, die Engel, wer auch immer, die werden niemals zu dir aus heiterem Himmel einfach
eine Stimme erschallen lassen oder andere Dinge tun, die dich erschrecken würden. Vielleicht könnten sie das, wahrscheinlich könnten sie das, aber es werden immer Dinge sein, die ja zufällig genau so hätten jetzt passieren können. Oder wo man dann nachher sagt, wenn der Verstand voll eingeschaltet wird, ja, das war selektive Wahrnehmung oder eben ein Zufall oder das hat gar nichts zu bedeuten. Nein, es hat etwas zu bedeuten oder sehr wahrscheinlich etwas zu bedeuten, weil es die einzige vernünftige Art, die dich nicht erschreckt oder ängstigt, ist, wie das Universum oder dein Sein mit dir sprechen kann. Sprechen unter Anführungszeichen natürlich. Ja, darauf wollte ich heute noch hinweisen. Und wenn du einmal da, vielleicht ist jetzt so eine kleine Aufgabe, die ich dir da jetzt, zu der ich dich ermuntern möchte, erteile sozusagen. Geh mal ganz aufmerksam durch deinen Tag, indem du bei allem, was du siehst, dich ganz einfach hinterfragst. Das kann ruhig dein Verstand tun. Hat das jetzt eine Symbolwirkung auf mein Leben? Will das etwas ausdrücken? Gibt es hier Zufälle, die keine Zufälle sind, also Synchronizitäten? Und wenn du das dann häufiger wahrnimmst, passiert ja Folgendes. Es entsteht ein Vertrauen zu dieser Kraft oder Macht oder was auch immer, als was du es bezeichnest, die dahinter steht und dir das präsentiert. Dein Leben wird dir präsentiert. Es sind Geschehnisse, die dir zugeschoben werden, auch wenn sie dir nicht gefallen, dann kommt eben die berühmte Frage, warum muss ich das jetzt erleben? Das brauche ich aber wirklich nicht. Das brauche ich so sehr wie einen Kropf, sagt man bei uns. Nein, wenn du aufmerksam wahrnimmst, was dahinter steckt oder stecken könnte oder die Botschaft dahinter, dann macht auch ein negatives Erlebnis in deinem Sinn, in deinem Leben Sinn. Dazu möchte ich dich wirklich auffordern, versuch das mal zu sehen und dein Vertrauen in dein Sein auch zu bilden und zu stärken, auch wenn du nicht immer im jetzigen Moment verhaftet sein kannst oder willst. Das Ziel ist es natürlich, immer mehr im jetzigen Augenblick das Vertrauen zu finden, weil es geht ja auch nur im jetzigen Augenblick. Ich kann ja nicht sagen, ich habe in einer Stunde Vertrauen, sondern ich habe jetzt Vertrauen oder ich habe eben gar kein Vertrauen. Und wenn ich vorgestern kein Vertrauen in das Universum gehabt habe, dann habe ich es nicht gehabt und jetzt kann ich es aber haben, weil es gibt Hinweise und auch in einer negativen Situation kann es positive Hinweise geben. Das heißt, die Hinweise sind eigentlich immer positiv. Sie sind niemals schlecht für dich. Sie sollen dir ja helfen. Die Situation, das Erlebnis, in dem du stecken kannst, ja, das kann sehr wohl negativ sein. Es kann dich verletzen, dir Schwierigkeiten bereiten, dir Angst machen oder was auch immer für deinen Körper negativ ist. Aber die Botschaft, die dahinter steckt, ist selbstverständlich positiv und es wird immer auch so etwas sein wie: Wir sind bei dir. Ich bin bei dir, es ist alles gut. Ja, das war's für heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wenn dir das Video geholfen hat, dann lass bitte ein Like da.
und abonniere den Kanal, wenn du magst. Und alles Gute, bis bald.